Moin Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge Berries und zwar heute Türchen Nummer 9. Hast du schon Geschenke? Ja, aber noch nicht alle. In Weihnachtsstimmung? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin in Adventskalenderstimmung. In Punktelaune. Ja, das ist so. Das ist so. Gibt noch ein bisschen was aufzuholen. Ah, interessante Nase. Ich logge ein. Ex-Burm. Also, bisschen Shortbread, bisschen Alkohol, bisschen. Jetzt würde ich mal auf jeden Fall so Stachelbeere mich zu verlocken lassen. Ja. Ah, wie heißen denn diese Beeren, die so rot sind, die jetzt im Winter auch noch an den Büschen hängen? Vogelbeeren. Nee, die so ein bisschen dicker sind, so fast rosenähnlich mit so Stacheln dran und so. Du meinst jetzt aber nicht das, was man dann bei jemand anderem reinmacht und dann juckt es, oder? Ich glaube nicht. Okay, dann weiß ich. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gewürziger Geruch. Ja. Passt schon ein bisschen zimtig, so schön aus der Backstube, aber Alkohol schwingt mit, also ich bin da gerade echt am Hagebutte. Küchentisch. Hagebutte. Brudi. Ja, das ist gut. Die meine ich. Aber auch ein bisschen holzig, aber sehr alkoholisch einfach, ne? Ich habe so ein bisschen Anis, also so eine leichte Menthol. Richtung, leichte Frische dabei. Bisschen orangig. Vielleicht ein bisschen Fenchel-Richtung. Aber ich finde, Fenchel rieche ich jetzt sehr. Ist eine interessante Note. Also ich könnte es aus der Nase gar nicht sagen. Muss ja zum Glück auch nicht. Was das für ein Fass ist. Dann würde ich sagen, runter mit der Slanche. Slanche. Also der hat eine Schärfe, aber ich muss sagen, der hat echt ein paar leckere Züge. Trotzdem hat er am Abgang so echt so ein Bitteraroma. Extrem bitter. Wo ich kein großer Fan bin, aber so vom Geschmack hat er wirklich, da muss ich nochmal gleich ein bisschen testen. Ich glaube der zweite und dritte, da kann man richtig was rauskitzeln. Also diese Bitterkeit, habe ich schon in den anderen Videos gesagt, für mich immer ein Indiz in Richtung Wein. Weinfinish, meinetwegen auch länger im Wein gewesen. Wer da ein krasser Vertreter ist, ist immer Milk and Honey. Von denen haben die ein bisschen was, aber ja, der Klassiker bei Milk and Honey ist ja dann mit diesem STR auch mit drin, ne? Boah, also jetzt auf sowas zu gehen, krass. Aber spricht ein bisschen dafür, diese Holzigkeit dann, oder ne? Das hat er auch, ne? Also könnte auch ein STR irgendwie tatsächlich mit drin sein. Aber ich bin jetzt erstmal geschmacklich. Ich noch mal ein bisschen. Na, jetzt ist es bitter. Jetzt kommen echt so Kaffeearomen hinten raus, also wirklich aus der Rösterei. Und dazu oder vorab gab es eigentlich einen frisch getoasteten Toast. Kann ja auch was anderes frisch getoastet geben. Aber in dem Fall war es Toast. Milchbrötchen. Man weiß es nicht. Der Alkohol ist halt sehr, sehr präsent. Dieses, ja, getoastete ist für mich auch da. Interessantes Ding. Hat aber also, auch, wenn ich so in meinem Gedankenpalast durch die einzelnen Whiskys gehe, dann ist es am ehesten da, wo ich sagen würde, Milk and Honey. Rein von Aromenvielfalt. Deshalb logge ich schon mal jetzt Wein-Finish ein. Aber Wein-Cask. Weißt du, ich will dich dann jetzt nicht auf die richtige Fährte bringen. Ne? Aber ich finde, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube, der Alkohol ist ziemlich gut eingebunden. Gucken wir mal. Die Würzigkeit kommt echt durchs Fass. Und ich finde halt, ja, über 50. Was denn? Hättest du nicht gesagt? Hätte ich nicht gesagt, ja. Habe ich jetzt nicht so geschmeckt, muss ich sagen. Aber dann, Schütteltest ist jetzt auch nicht die doch, exakte ist, das Wissenschaft, ist das also du kannst gerne 40% einlaufen. Also waren jetzt 53,2%, ne? Ja, okay. Na, also
Der hat auch, also, ja, der hat irgendwas Sprittiges. Das ist nicht so meins mit dem Bitterarom. Er hat aber auch was Fruchtiges im Mund. Er hat halt einen sehr bitteren Abgang. Und ich glaube, aber das spricht jetzt, das musst du sagen, ne? Leute, die Kaffee mögen, könnten dem was abgewinnen. Aber da muss man echt auf Bitterarom stehen. Ja, also es gibt ja noch mehr so Grapefruit, Zitronenschale, ja, ja. Orangenschale. Das ist so eine Komponente, die findet man hier auch wieder. Mag ich auch nicht. Leute, die Grapefruit mögen. Ich finde, da kriege ich immer Sodbrennen oder so. Also so Pelz auf der Zunge von Grapefruitsaft. Ja, ist so. Du, also was denn mit Orange? Finde ich ekelhaft. Eine Orange geht. Magst du Campari? Ekelhaft. Campari Orange, das ist halt auch etwas, was mich hier so ein bisschen dran erinnert. Diese Bitterkeit zusammen mit einer gewissen Süße, Zitrusfrüchte. Aber ja, primär spielt hier die Bitterkeit die höchste Geige. Absolut. Ja. Also ich tue mich hier ein bisschen schwer, hier den irgendwo einzuordnen. Warum? Ich würde eigentlich erstmal pauschal sagen, der kommt nicht aus einer Originalabfüllung von irgendeiner schottischen Destille. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, sowas, was du gesagt hast, Milk and Honey, habe ich aber irgendwie kratziger im Kopf. Also es geht in die Richtung, der hat ja auch, wie gesagt, so getoastete Elemente. Aber irgendwie ist mir der ein bisschen dann doch zu durchgespült. Aber kann auch Coverland sein. So. aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass irgendein unabhängiger Abfüller dieses Fass bekommen hat. Mhm. Und halt rausgebracht hat. Und das ist vielleicht nicht das Highlight geworden. So, und deswegen logge ich jetzt einen unabhängigen Abfüller ein. Ja? Welchen? Barrabees. Es ist geil. Ja. Barrabees, die können nichts, ja? Die kriegen nur Kacke hin und ich denke, es ist First Fill. Also, aber bist du jetzt bei Herkunft noch? Ja, ich Schottland erstmal. Dafür gibt es keine Punkte, ey, um das dann mal festzuhalten. In Schottland musst du eine Region sagen. Dann? Also ab jetzt Region, ne? Halt ja. Fest. Ja, gut, okay. Space Haltung auch. Dann sag ich. Eurasien. Kann man das sagen? Nein. Vielleicht müssen wir es nochmal mit dem Schiedsrichter klären, ob Eurasien ein guter Tipp Nein. ist. Dann kann man auch Schottland sein. Okay, ich habe zwei Guesses. Kasachstan? Der andere ist Space Side. Und du logst ein. Kasachstan. Nee, aber was hast du gesagt? Space Side? Ja. Space Side, ja. Also ehrlich, ich hätte gesagt Milk and Honey, aber ich sage jetzt einfach Europa außerhalb von Schottland und Irland. Ist das okay? Ja, ist okay. Ja, weil sonst... Also ich hatte mal Coverlands, ja, ist okay. Die auch so diese Bitterkeit haben. Es gibt nicht viele Whiskys, finde ich, die so bitter sind. Was, aber Europa außerhalb von Schottland, ja, Irland, und Irland? Und Deutschland ist wieder mit drin. Ja, ist okay. Also dann Schottland und Irland raus. Das ist ein McRaven. Ich sage 50,2 Volumenprozente, weil ich finde, ich bin echt, der ist nicht so schwer. Also der hat natürlich diese Anisnoten, ist übrigens nicht sehr pfeffrig, aber ich finde ihn jetzt nicht so schwer vom Alkohol. Also er wirkt sprittig, aber brennt halt nicht, so. Hm? Wirkt sprittig, aber nicht so brennend. Ja, also 51 Minimum, ehrlich. Das heißt, du gehst höher, ne? Ja. Was ja, ich kann auch 52 du sagen. Mach, was du meinst. Ich sag mal 52. 52? Ich sag 50, 2. Und jetzt kommt ein bisschen die Krux mit den Fässern, ne? Ich bin gut. Wieso hast du gesagt? Weinfinish. War das Erste, was ich gelockt habe. Ex-Bourbon, Weinfinish. Weinfinish. Nee, was ist das andere Fass? Ja, ist Ex-Bourbon. Also für ein... Also es könnte tatsächlich auch ein Virgin Oak sein. Das hätte ich jetzt gesagt. Ich gehe auf Virgin Oak. Und dann? Einfach pur? Ja. Ja, okay. Kurze Reifung, hochprozentig. Gut. Muss nicht sein, aber ich muss mich ja irgendwie abheben von dir. Also das Spannendste hier finde ich tatsächlich Herkunft. Und Alter haben wir noch nicht. Ja, NAS. Ja, hätte ich auch gesagt. Weil meiner Meinung nach ein jüngerer, wenn es Independent Bottler ist, dann hätte ich gesagt, schreib das Alter drauf. Da hätte ich gesagt, an deiner Stelle,
8 Jahre. An meiner Stelle? Ja. Also Independent Bottler schreibst du doch drauf. Muss nicht sein. Ich glaube, bei dir wird 8 Jahre die richtige Lösung sein. Aber bei dir? Bei mir ist NAS. Aber du gehst jetzt nicht auf Coverlandung, sondern sagst irgendwie Europa. Ja, also ich glaube echt, das könnten Milk and Honey ja, sein. Ja, ist okay. Du weißt aber, Europa, Milk and Honey, aber ne? die Prozente, ja komm, scheiß drauf. Du weißt, wo Milk and Honey liegt, ne? Ja, für mich ist das noch Europa. Erweitertes Europa. Okay, alles klar. Für mich nicht, aber... Wo ist denn? Das ist irgendwo in Eurasien. Afrika ist auch nicht. Das ist irgendwo in Eurasien. Gut. Also, willst du vorlesen? Ja, komm. Hör damit. Okay. Uiuiui. Mit Türchen 9 gehen wir in den Westen Schottlands. Aber stopp. Wir müssen erstmal bewerten. Kaufempfehlung? Weiß ich noch nicht. Also, ich fange mal an. Naso war gut. Und dann hat er für mich persönlich stark nachgelassen durch dieses Bitteraromen. Ich habe dann auch nicht mehr so viel rauskitzeln können wie aus der Nase. Hätte ich mir ein bisschen fruchtiger, obstiger vorgestellt, gewünscht, sagen wir es mal so. Und insofern kriegt er von mir in der Nase, ist jetzt eher der bisher für mich persönlich ein schlechterer, so in der Range jetzt hier, 82 in der Nase. Und im Geschmack gebe ich ihm 75 nur und im Abgang sogar nur 73. Ist einfach nicht mein Profil. Nase finde ich auch am besten. Also da kann man viel entdecken. Ist auch eine außergewöhnliche Nase, finde ich. Also ich finde die wirklich gut, 85 Punkte. Geschmack und Abgang, da herrschen leider oftmals die Bittertöne komplett vor. Leicht auch in Richtung Holzigkeit, Fehltöne, brennt ein bisschen auf der Zunge beim Abgang. Im Geschmack gebe ich ihm 80, im Abgang gebe ich ihm 79. So, jetzt? Da waren wir schon, ey, wie enttäuschend. Mit Türchen 9 gehen wir in den Westen Schottlands auf die Insel Jura mit der gleichnamigen Brennerei. Nein. Der Whisky 238986 ist 11 Jahre und reift in einem frischen Rivesoltefass, einem Weinanbaugebiet im Süden Frankreichs. Punkt aber für mich. Komplettreifung. Oha. Oha. 53,9, Punkt für mich. Brave New Spirits ist der unabhängige Abfüller. Riechen tut er wie ein Martini Bianco mit einem Stich Silberzwiebeln. Fino Sherry, weiße Lebkuchen und Apfelmus gesellen sich nach und nach hinzu. Am Gaumen ändern sich die Aromen allerdings mit Zitronen und Meersalz. Das Finish ist einfach toll geformt. Schwere Weißweine, Limoncello, weiße Schokolade mit Meersalz und helle Trauben bilden die Aromen. Also Finish hat uns kalt gelassen, ne? Ich bin raus, also gefällt mir nach wie vor nicht, aber... spannend. Ein Jura, also hatte ich gar nicht. Also ich meine, da haben wir uns ja auch schon durchgetastet. Hm. Im Leben wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber es ist Single Cask wahrscheinlich, ne? Rivesolté. Ja. Eigentlich mag ich Rivesolté sehr gerne. Ja, doch, ich auch. Also 11 Jahre? Man muss ja auch sagen, Jura war nie unsere Lieblingsdistille. Also von mir zumindest. Ich war nur von einem einzigen Whisky überzeugt. Wir hatten, glaube ich, 12 Stück oder so. Ja. Da hat mir nur einer wirklich gefallen. Den Rest habe ich getrunken, weil ich musste, um da wieder wegzukommen. So ungefähr. Erzähl mal was. Unabhängiger Abfüller oder was? Ja, sehr interessantes Label. Ich weiß gar nicht, kann ich da so in die Kamera? Nein, das darfst du nicht. Das darf ich nicht? Nein. Ja, okay. Doch, auf, kannst du natürlich. Also machst du das so. So dann. Nee, halt in die Kamera. Jetzt hat er es getan einfach. Also schöne Flasche, schönes Etikett. Weil ist auch Hirsch. Da ist Name Programm auf dieser Insel. Ist neben Eila unfassbar viele Hirsche auf dieser Insel. Ja, und ansonsten, wir können ja mal die Punkte durchgehen. Du kannst ja auch ja, vielleicht ist die Whisky Base auch mit dabei, vielleicht auch nicht. Alter, können wir erstmal mit anfangen. Preis würde mich auch noch interessieren. Keiner, einen Punkt, 11 Jahre alt. Genau, 11 Jahre bei der NAS, raus. Dann Region. Rivesolté. Ja, du warst dicht dran. Muss man ja sagen. Punkt kriege ich trotzdem nicht dafür, ganz, wie ich dich kenne. Ganz dicht. Na, um Gottes Willen, Punkt. Aber da muss ich auch sagen, wenn ich das nächste Mal einfach Wein sage, muss ich mich dann weiter festlegen. Naja, aber ich habe dir helfen wollen. Nee. Du hast Wein-Finish gesagt. Ist ja falsch. Wir haben gesagt, Fässer müssen genau benannt sein. Ja, na gut. Dann haben wir die Region. Meintest du ja schon? Ich hatte ja
Spejura gesagt, hatte ich, glaube ich. Ne? Und bin ja eigentlich mit drin. Nee, es sind natürlich die Inseln oder Eila. Ich weiß gar nicht, wo man sie jetzt zuzählt, aber es ist auf jeden Fall nicht Space Hulk. Würde ich sagen, Inseln. Auf jeden Fall ist das kein Punkt. Stärke, Alkoholprozent 53,9. Ich bin 52. In der Range mit 52. Gerade so. Gerade so. Hätte ich dich nicht dahin gejagt, ey. Ja, das stimmt. Ich hatte erst 51 gesagt. Da meinst du, willst du nicht noch höher? Ja, ich dachte, ich schieb dich mal ein bisschen weg. Und das ist der Punkt. Eigentlich ist das ein Punkt für mich, muss man ja ganz klar sagen. Halbe, halbe. Machen wir halbe, halbe. Es ist schade, dass wir so oft NRS sagen. Ja. Wobei ich ja noch gesagt hätte, 8 Jahre. Für mich hast du das gesagt. Naja. Hätte aber auch nicht gepasst. Hätte nicht gereicht. Also, nochmal Zusammenfassung für mich. Es gibt einen Punkt. Alkohol. Für Volumenprozente bei dir. Rest daneben. Weinfass ist gefallen, immerhin. Ach, traurig. Ja, Jura, und die Aromen waren aber auch gut eigentlich. Also gerade das mit Trauben. Hatte ich gedanklich, war ich auch bei Jura, aber hab's jetzt nicht gesagt im Video. Aber man muss sagen, die Reise zur Destille ist auf jeden Fall die Reise wert. Ja, die haben da auch wunderschön. Da gibt es ja diese schönen Berge dann und da gibt es auch ja so ein Laufevent, ne? Dann glaube ich einmal im Jahr, ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen, dann wandern sie da oder laufen die Berge hoch. Das, da hätte ich mal richtig Bock zu, haben wir nicht gemacht, weil wir straffes Destillerieprogramm natürlich auch hatten. Der Raum in Premium-Tour. Sehr gut, ja. Nee, schöne, schöne Insel, auf jeden Fall. Also, mir bleibt nur zu sagen, Whisky, hast du jetzt einen Preis gesagt? War nicht so mein Fall, ist aber... Ist auf jeden Fall das Geld nicht wert. Du weißt ja nicht, 79 Euro. So. 80 Euro, ey, nee. Punkt. So, ich würde sagen, wir sehen uns beim zweiten Advent und bis dahin bleibt uns gewogen und schönen Abend. Ciao.